Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, meine lieben Freunde? ESN, wie jede Woche, eine geile Aktion. Die läuft ab dem 23.10. 18 Uhr bis zum 30.10. 17.30 Uhr. Hier habt ihr wieder die Codes, Eli Geller, Elias und Eli. Holt euch gerne das, worauf ihr Bock habt. Es gibt natürlich geile Rabatte, wie zum Beispiel bei den Ways. Da gibt es übrigens auch die Option jetzt hier mit 2000 Gramm Beuteln. Ja, die ist auch neu. Ne? Hier 25% mit dem Code ELI. Damit supportet ihr auch übrigens und habt immer den maximalen Rabatt. Und es gab einen Restock vom Designerway hier mit diesem Waffelgeschmack. Stroop Waffle. Frag mich nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall könnt ihr das gerne auch abchecken. 20% Rabatte auf alle Proteine, ausgenommen Basic Way. Checkt das gerne aus. Also ich werde dieses 15-0 hinbekommen. Vielleicht nicht diese Woche, vielleicht auch nicht nächste Woche, aber ich werde es hinbekommen. Vielleicht wird auch auf den Samstag gegangen, sage ich. Es gibt Gründe, warum diese ganzen E-Sportler Samstag ihre Weekend-League beenden. Samstagvormittag. Sonntagabend ist eigentlich auch nicht so geil. Spielst du weiter bei weiterem 7-4, dann werde ich auch nächste Woche, wirst du mich dann wieder hier sehen. Ja. Also falls ich verlieren werde, Chat. Ich möchte, dass die Mods bitte Ausrufezeichen Zündschnur. Da muss ein Befehl kommen. Da steht, Eli mag euch alle. Der Eli, den ihr seht bei einer Niederlage, ist nicht der Eli, den ihr kennt. Bitte passt auf euch auf. Der letzte Satz muss sein, bitte passt auf euch auf. Und das muss kommen bei Ausrufezeichen Zündschnur. Ich brauche einen Befehl. Weil ich werde mich nicht einkriegen können. Ich kenne mich. Ich werde fallen, Chat. Ich werde vielleicht fallen. Und diese ganzen Leute, die jetzt hier schon eingeschaltet haben, ich schwör's euch, ihr seid echt schlechte Menschen. Real talk. 20.000, Bruder, nach 10 Minuten. Wie viele mir gestern bei Insta geschrieben haben, geh schnell ins Spiel, mach mal schnell ein Spiel und so. Ich verstehe gar nicht, wie man so geil drauf sein kann, dass ich verliere. Was hab ich euch getan? Aber ich fühle mich echt gut. Also ehrlich. Deswegen rede ich ja auch die ganze Zeit so. In meinen Augen ist das der beste Eli Geller seit 2 Jahren in FIFA. Also dieses, wie ich mich jetzt an diesem Wochenende fühle. Ehrlich. Und wir gehen rein. Blackscreen und ich lasse sofort los. Blackscreen und ich werde sofort loslassen. Oh, das Galawappen. Nicht das Galawappen. Alles, aber nur nicht das Galawappen. Immer mit mir selbst reden, dann wird es was. Rückraum. Wir haben hier einiges vor Chat. Wir spielen vielleicht sogar mit 2 Accounts. Mbappé? Oh, das ist der Mbappé von gestern. Es ist der stinkende Mbappé. Digga, mein erstes Game heute gegen den türkischen Schwitzer. Es ist das 1-0. So, lass die Party starten. Ausrufezeichen Push. Schön, dass du hier bist, Willi. Meine Stimme wirst du heute nicht im Discord hören. Meine Stimme wirst du nicht im Discord bekommen. Wie unverdient. Na, ich schwöre. Also entweder... Was ist eigentlich hier los? Was ist mit dem Chat los, hä? Was ist mit dem Chat los? Ich bin extra früher live gekommen, ja? Damit ich euch unterhalte ein bisschen. Hier ist James. Frankson. R9. Dribbling. Hä? Hä? Ich kann es alles nicht. Ich wollte es nicht ansprechen mit dem Servern. Ich wollte es nicht ansprechen! Wenn der ankommt, kracht's. Ich sag euch, Ausrufezeichen Zündschnur, ich weiß nicht, ob der Befehl schon gemacht wurde. Na ja, weiter geht's. Ich erläutere meine Gedanken jetzt gleich. Ich sag es jetzt in einem ruhigen Ton. Ich versuch's nochmal mit dem ruhigen. Wieso habt ihr zwei verschiedene Spiele? Einmal Division Rivals und einmal die Wochenendliga von EA Sports Vancouver Canada. Ich möchte es nur verstehen. Das sind zwei verschiedene Spiele. Ich spiele Elite Division, schießt da 750 Tore in der ersten Halbzeit. Gehe ich in das Spiel rein. Grüne Time finde ich von R9 geht nicht rein. R9 Trivela geht nicht rein. Mbappé vom Tor geht nicht rein. James geht nicht rein. Kann ich alles nachvollziehen. Okay. Aber warum passiert das dann bitte nicht in Division Rivals EA Sports? Könnt ihr mir das eventuell erläutern? Das sind meine Gedanken dazu. Die möchte ich gerne mit euch teilen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass meine Spieler sich spielen lassen wie Söhne. Aber wisst ihr, was ich meine, Bruder? Ich gehe ein Game, ein einziges, und die Tore werden nicht gemacht von meinen Spielern. Sie werden nicht geschossen. Es wird kein Tor gemacht. Es wird kein Tor geschossen. Aber in fucking Elite Division gegen irgendwelche Schwitzer mit viel besseren Teams auch. Die haben alle bessere Teams. Die sind auch viel besser als die. Da gehen die natürlich rein und hier nicht. Und jetzt auch noch ein Bayern-Fan.
Liegt an dir. Mafia Money im ersten. Mafia Money. Da ist ein Typ auf die Idee gekommen. Ey, wie nenne ich mich jetzt bei Twitch? Playboy 42 ist schon ausgewählt. Geht nicht. Ja, dann nehme ich Mafia Money. Das ist ja ein geiler Name. Und geh einfach anderen Streamern auf den Sack. Das sind ja... Warum spielst du nicht mal so gegen Spanier oder Italiener oder Franzosen oder so? Ich spiele nur gegen Deutsche. Oder welche mit Gala und Fennerwappen. Immer, jedes Mal. Mbappé? Schütter fragt das Dribbling von Mbappé gar nicht mehr. Ich lasse es einfach geschehen. Das ist der Eddie Jello Classic. Das ist der Eddie Jello Classic, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, Bingo. Oh mein Gott, er sagt sogar noch klar Eddie Jello Classic. Dauert ein bisschen lange. Ach, die Ballalarmen, Alter. Schön, Cafu. Und jetzt mal auf Mbappé. Na, schön. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache, Harry. Och. Oh. Yeah. Ja, aber wenn R9 hier das 2-0 macht, Freunde, dann sieht es ganz anders aus. Dann muss er nämlich noch mal schneller nach vorne, weil er spielt die ganze Zeit so sicher. Oh, hier geht wieder nichts. Es passieren wieder keine Tore. Ich schwöre, ich mache Division Rivals so viele Tore. Und dann gehe ich hier rein und es ist wieder keine Tore. Nichts, nada, niente. Warum schießt du nicht lange Ecke? Hallo, mein Freund, weil der Spitze zu Wink ist. Und du hast ja vorhin R9 gesehen. Wenn du mit ihm vorm Tor stehst, dann macht er ihn auch nicht rein. Der Spitze zu Wink, habe ich das gesagt? Der Winkel ist zu spitz. Das wollte ich damit sagen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Hm? Warte! Ich schwöre nur Öler, ne? Drittes Game. Oder was passiert da mit meinen Pässen? Ich komm nicht an. So, die machen die Pässe nicht. Guck mal, niemand läuft. Niemand läuft. Ihr Hühner. Alle aus meinem Team. Ihr seid Hühner. Aber nur am Wochenende. Unter der Woche seid ihr gut. Keiner läuft. Ich schwöre es euch. Es ist ein anderes Game. Es ist wirklich so. Die lassen sich nicht drehen. Ich kann keine Pässe spielen. Die sind alle langsamer. Ich habe unter der Woche 35 Spiele gemacht. In fucking Division Rivals. Ja? Division 1 und Elite Division. Nicht einmal ist es 1-1 ausgegangen. Nicht einmal. Noah, danke für 25 Subs an die Community. Man kommt da gar nicht durch. Und wenn ich durchkomme, dann hat mein R9 Prozente. Mein Mbappé ist. Ja, drück mal Stopp, Cedric. Drück mal Stopp, mein Freund. Man spielt auch einfach nur gegen Abonnenten, ne? Nur gegen Abonnenten. Bam! Sofort raus aus dem Game. Sofort raus aus dem Game. Alter! Ich stehe 3-0 und muss mich hier um mein Leben abschwitzen. Um mein Leben. Ich habe keine Kontrolle. Ich spiele nur gegen irgendwelche Was ist hier los? Was passiert hier? Nur kein Galava. Ja, Franzosen. Gegen Franzosen spiele ich gerne. Saliba, Koundé, Kai Havertz, Jakob Williams. Schöne Sache. Ist auch mal schön. Erster Angriff, direkt ein Tor, ey. Das brauche ich. Oh, da ist viel Platz. Mit der neuen. Ich will es nur verstehen. Ganz kurz. Wenn mir das jemand erklären kann in einer ruhigen Minute, dann wäre ich sehr dankbar. Die gehen rein. Das ist der Quarkige. Vielleicht ist es. Also, Jello. Ganz einfach erklärt und auf entspannter Basis. Es ist so. Es ist einfach. Game, ja, Rede. Schöne Sache. Keiner im Discord, ich bin nicht im Discord, ich gehe da nicht rein. Ist die Zündschnur heute kurz? Ausrufezeichen Zündschnur. Heute wurde in der Liga über uns die Schummelkarte gespielt. 2-0 Führung, Spiel wurde abgebrochen in der 85. Minute. Mal schauen, wie entschieden wird.
Die Schummelkarte? Lusak? Ja, das Spiel muss wiederholt werden, ganz klar. Foodie im Sturm? Das ist so ein schlechter Pass von mir. Gut so, Kilian. Gut so, Kilian. Du bist treu, mein Freund. Boah, einfach so eine fette Lücke da gewesen. Allein wie der Spieler wechselt, ich weiß, du merkst halt direkt, ob jemand gut ist oder nicht bei Spielerwechseln. Gut so, Kilian. Das ist doch der Kilian, den ich brauche. Hack zu Hack ist quatschig. Ja, manchmal ist er ganz gut. Schöne Sache, Kilian. Schöne Sache, Kilian. Schöne Sache. Schöne Sache, mein Freund. Hätte er mal gestern zeigen müssen. Wie er sich da durchkämpft. Ja, genau, Kilian. Schön, Kilian. Schöne Sache, Kilian. Ach du Scheiße. Oh, nicht Salah ist das. Smith. Der ist zum Beispiel, glaube ich, nicht so schlecht. Spielerwechsel und so ist bei dem ganz gut. Schön, aber schön. Vier Naschis nochmal. Nein, oh. Hinten durch, mein Freund. Der Pass war nicht so schwer. Oh, Virgil, du bist treu. Toter Spot. Er kann leider was. Hat direkt mit seinem Außenverteidiger angewählt bekommen. Das ist ein schlechter Pass von mir. Aber dass der so hart bestraft wird, ist krass. Einfach perfekt zu ihm. Ist wieder schwammig, oder Lotti? Er ist wieder nicht schwammig. Ich hab gehört, der hat's gut verkackt, ne? Alter. Der Bogen von Mbappé, ne? Und dann der Trivier ja auch wieder so kacke. Okay, der ist sauer. Jetzt wäre ich auch sehr sauer. Boah. Was ein Gegentor. Er ist sehr sauer sogar. Ihr merkt, er ist voll ungeduldig. Wie? Ich bin mit R9 vorbei. Er hat 94 Pace. Er hat Körper. Er hat alles. Aber der Knecht wird noch eingeholt von Gomez, obwohl ich vor ihm bin. Ja, also mit Ball ist man ja auch im Real Life langsamer. Dann erklärt mir mal in Real Life die ganze Scheiße, die hier passiert. Weil da passiert nicht so eine Scheiße in Real Life. Diese Argumentation mit Real Life, die könnt ihr euch in euer Arschloch reinstecken. So, 6-0. Ich habe 4 Games in einer Stunde gemacht. Wenn ich dieses Tempo so weitermache, bin ich in 2 Stunden hier ungefähr fertig. Ganz schön schnell, ey. Heute 15-0, ich gebe mein Bestes. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn die schon mal direkt X drücken. Weil dann sind sie vielleicht gebrochen. Ich muss da einfach aufpassen mit diesem Anschlussbug. Es kann nicht sein, das ist einfach amateurhaft von mir, dass ich da nicht aufpasse. Na, er kann Sprintboost einfach mit Pfande wehen. Pelle, ne? Dein Fuß nicht rausmachen. Ich schwöre, ich verstehe das einfach manchmal nicht. Diese verfickten Abwehrspieler. Guck mal. Spiel. Ja, ich muss stärker sein als ihr. Ich schwöre, das ist doch nicht mehr normal. Meine Spieler haben noch keinen Zweikampf gewonnen. Dass er den Ball so schnell verarbeitet hat, ich gedacht, okay. Ich dachte, er verliert ihn. Das reicht doch langsam. Hä? Kafu? Das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Ich brauche unbedingt diese Halbzeit. Selbst diese Bälle, Bruder, nimmt mal einen Schluck. Ihr werdet gerade an meine 11 Jungs auf dem Platz. Keine Zweikämpfe, keine Bälle nach vorne. Da geht gar nichts. Gar kein Zugriff. Ja, ehrlich. Ich bin hier nicht. Oh, wichtig. Oh, wichtig. Das ist mein Spot. Mbappé. Irgendwie anspielen. So wichtig. So wichtig, Kilian. Und deswegen bist du hier, Kilian. Wunderbar, Kilian. Deswegen bist du hier, Kilian. Und weiter geht's.
wunderbar. Er hat einfach Fandewien ausgewechselt und das war's. So, 7-0. Von 7-0 auf 7-4. Es nervt, dass du gut spielst. Also der hätte, das war mit Abstand mein schlechtestes Spiel heute. Ich mag das, wenn die X drücken. Haaland hat er, Chiesa. Ballannahme auch wieder, ne? Ganz spannend, ganz spannend. Anschlussbackverteidigung. Kiel, ne? Also, ich sag euch ehrlich, Freunde, James ist die Beste da vorne. Ist kein Witz. Guckt sie euch an. Hey! Wie kann das kein Foul sein, Bruder? So, wo du eigentlich vorbei bist und dann kommen die da und du. Ist einfach arschig. Wunderbar gespielt. Die kleine Ballrolle war's. Damit hat er dich gerechnet. Das sieht so langsam aus, das Gameplay. Es ist auch gerade echt nicht gut, Chat. Wenn wir, also, Weird Talk. Oh, wichtig. Ist echt kein gutes Gameplay. Wir verlieren so auf Dauer. Der hat einfach kein Team. Okay? Der hat kein Team. Der hat einfach kein Team. Geil, ich weiß Bescheid. Ich schwöre, dieses Spiel, ne? Der Junge ist treu. James, ah, das ist nicht so schön, dass er James hat. Sag ich euch ganz ehrlich. Wir haben wieder mal jemand, der 700 Jahre für einen Angriff braucht. Boah, ich muss hier unbedingt in Führung. Er darf nicht in Führung gehen, das haben wir ein Problem. Er spielt sehr langsam. Ah. Es war kein Abseits. Ach, einfach mit Pelé, Finessen, lange Ecke. Wie grün ist dein Finish? Ach, Bruder. Ich spiele doch auf den da vorher. Wenn der reingeht, rass ich aus. Ich checke, was er will mit Rudi Völler. Immer diesen Ball nach vorne. Hat der Lufthoheit oder was? Mann, Digga, das ist bitter. Ich schwöre, ich hab diesen Ballverlust. Ich hab den Ballverlust, weil Tchouaméni ein B*** ist. Ich wollte da gar nicht hinspielen. Mit links. Zeig auf den Punkt. Das ist unangenehm. Ja. Das ist die Eli-Ecke. Alles gut, wir bleiben ruhig. Torwart anwählen. Spiel links an. Anschlussberg. Genau das brauche ich. Genau das meine ich. In die Spots. Und jetzt spielen wir Höhe 90. Meine Spieler sind zu tief hinten. Es ist der Spot. Es ist nur Konzentration. Ich habe, als der Pass zu Tchouaméni kam, habe ich gewusst, was ich machen will. Guck mal, wie der einfach fast eingeholt wird, ne? Ich kann nirgendwo hin. Ja, aber ehrlich, man konnte nirgendwo hinspielen. Ich hab's vorher schon gecallt. Frankson? Schön! Da oben ist er. Kannst du stecken. Ey, ich schwör's dir, ich hab's sogar gecallt! Ich hab direkt gespielt. Alles gut. Wechsel ich nach dem Spiel auf. Jetzt hier nach unten. Jetzt hier. Sprintboost. In die Mitte. Kurze Ecke. Und damit ist das Ding hier gegessen. Nächster Win, 9-0. Und jetzt jedes Spiel konzentrieren. Jetzt jedes Game konzentrieren. Es kann sein, dass es auch ab diesem Game schon ist. Die letzten Male war es auch irgendwie ab 9. Da habe ich auf einmal Pro-Quali gespielt. Er drückt X, das gefällt mir. Oh, Thuram. Also Pelé ist wirklich, wirklich, wirklich overrated. Also komplett overpriced, ne? Wenn der ankommt, ist er drin. Schade. Boah, was? Tchouaméni wieder Fehlpass. Nicht in Rückstand ist die halbe Miete. Okay, weiter geht's. Nicht in Rückstand ist die halbe Miete. Ich finde das so krass. Schön, Tchouaméni. Kein Abseits. Gut, Tchouaméni. R9, lass dir mal ein paar Eier wachsen. Wirklich, ist das krass da. Und jetzt rauftreten. 2-mal schlechter Pass von ihm. Und weiter. Und sie läuft nach unten. Ach, bin ich da. Bin ich doch nicht da, ne? Oder das ist so bitter. Weil ich den Scheiß bei mit... Okay, weiter. Hat er gut gespielt, leider. 46. Minute. Kein Zugriff, Swanson. Er hat Torwart gesteuert, kurze Ecke, ne?
Kutsupele! Du bist doch nicht overrated! Ich sag dir ehrlich, in anderen Games macht er den nicht, ne? Jetzt aber. Ah, hat er verteidigt. Der kann was, der kann was, der kann was, der Gegner. Der ist gut. Minimum 10 Siegegegner. Dass der da sein IV anweht, ist ja wohl geisteskrank. Und das ist schlecht von mir. Alles gut, wir bleiben locker. Jeder bleibt in seiner Kette. Warum nicht auf James? Ich verstehe das nicht. Okay, danach schreist du. Du schreist danach. Aber dann schrei ich auch. Diesmal habe ich es mir verdient, den Schrei. Ich schwör's dir, zweimal so ein richtig dummes... Na, warte mal. Mann, ich schwöre, das ist unfair. Warum spielt er nicht auf James? Und das spielt er gut. Mit ein bisschen Glück hast du da einen Fuß vor. Das ist einfach nur bitter. Mein Torwart. Und er macht Ballrolle durch mich durch. Wir haben noch 12 Minuten. Warum kriegt er immer diese ganzen Bälle und ich nicht? 9-0 verloren, Chat. Schade. Ich hab geführt. Das bitterste Gegentor war das 4-4 wieder. Weil da war ein Fehlpass, der nicht sein muss. Der auch oft ankommt. Ach, schade, 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 schade. Oh, 5 Games noch. Und das Problem ist, bei 9-1 kriegst du dieselben Gegner wie bei 10-0. Ich schwöre. Hier spiele ich auf James, Mann! Hier spiele ich auf James. Ich schwöre, alles war frei. Warum soll ich auf Mbappé spielen? Ich sag sogar, ich habe sogar gecallt, James. Ich will auf James unten spielen. Alles ist frei. Er spielt auf Mbappé. Eli, nächstes Wochenende! Laden wir dich ein zur Weekend League! Er wird ein 14-1 holen. Er wird ein 14-1 holen. Es ist die Sahne. Es ist die Sahne. Mann! Aber der Gegner war wirklich, wirklich gut, ne? So, ich zeige euch jetzt mal einen Clip von, ich würde schon sagen, meinem besten Freund, einer meiner besten Freunde, nach meiner Niederlage in der Weekend League. Man könnte meinen, er ist vielleicht auch traurig, weil ich traurig war. Bastarde. Griezmann, Lewandowski, okay. Nürnberg-Fan. Oh. Wir machen weiter, Chat. Jetzt einfach weiterspielen. Passt. Das Problem ist, dass 10 Siege, also 10-0, ist wie 9-1 vom Gegnerfaktor, was man für Gegner bekommt. Also das mit Pelé war echt scheiße. Mit Cafu. Aber egal, wir machen weiter. Der hat echt gut gespielt, der Gegner. Das war nicht so eine Niederlage, wo du sagst, okay, komm, der war ja richtig schlecht. Aber ich war auch gut, Bruder. Das waren voll die Arschtore. Das waren richtige Arschtore. Und jetzt kann es sein, dass es passiert. Jetzt könnte der... Ich muss weiter konzentriert bleiben. Weil dieses Jahr ist es so krass mit dem Matchmaking. Läufst du mit, Mbappé? Ey, Bruder. Nee, Jungs. Wenn noch einmal irgendjemand sagt, was mit R9 oder keine Ahnung. Die können sich alle gehen. Was ist das denn? Das ist doch nicht mehr normal. Digga. Diese ganzen Spieler... Oder? Ah, Cafu. Kommt alles nur zustande, weil Cafu wieder nichts macht. Also manchmal wirklich, manchmal ist das einfach ein Spiel. Muss man einfach so deutlich sagen. Ja, ne, Cafu? Digga, was ist mit dir los? Du Schwanzkopf! Letztes Spiel habe ich wegen dir verloren. Ich schwöre, Norman, ich schreibe auch nicht in den Chat, weil ich Angst habe. Er ist jetzt. Ist er gefährlich. Jetzt ist es gefährlich. Rede, er ist, jetzt ist es, es, kennt ihr den verrückten König? Das ist er gerade, das ist der Verrückte. Ey, schaut mal rein. Schuss für den Stand bekommen. Pässe sind dieses Jahr einfach nur noch. Pässe sind dieses Jahr einfach nur noch. Mann, Pelé, Bruder, bitte, bitte! Wie kann man denn jeden Zweikampf verlieren, jeden? Und alles fing mit R9 an und diesen scheiß Einholer. Spielen darf man nicht in Rückstand gehen. Da ist halbe Miete, während Führung geht. Er hat 70% Ballbesitz. Meine Spieler gewinnen keinen einzigen Zweikampf und Spieler wie Heung-min Son nehmen mir den Ball ab.
Gegner ist eigentlich so schlecht, was machst du? Der Typ, mein Freund, würde dich 10-0 und ich würde dich auch 5-0. Wie kann man sowas reinschreiben? Wie kann er den Ball haben? Wie kann er den Ball haben? Das ist einfach nur ein Bastardspiel. Also hier geht gar nichts, einfach null, niente. Nada. Hat er wieder? Oh, was ist denn los? Und jetzt passiert der Verfall, Chat. Zwei Niederlagen, die nicht sein müssen. Zwei Niederlagen, die nicht sein müssen. Und ich sag's euch, gehst du hier in Führung, ist das ein anderes Game. Weil ich die ganze Zeit aufpassen muss und nicht aufmachen kann. Aber trotzdem, also... Ich mach mal Chat zu. Mods, ihr wisst, was zu tun ist. Oh, 9-0, 9-2. Beide Niederlagen, ich schwör's dir, du kannst beide Spiele gewinnen. Du kannst beide Spiele gewinnen, wenn Kleinigkeiten anders laufen. Dann kannst du hier beide Spiele gewinnen. Aber egal. Soll nicht sein. Vielleicht nächste WL. Wir machen weiter. Es werden immer noch Schwitzer Gegner kommen bei 9-2. Darauf muss ich mich jetzt einstellen. Ja, ich stand 9-0 und hab dann zweimal hintereinander verloren mit ihnen. Und ich würde mir gut auch überlegen, was du jetzt sagst. Wenigstens kommen Subs rein, sag ich. Ausrufezeichen Prime. Direkt Stopp drücken. Ja, ich bin Deutscher. Finn, nein, Tracht, SGE, bitte Finn. Ja, aber so, ich musste am Freitag da ein bisschen mehr zucken dann. Beide Niederlagen echt. Aber ich bin echt schockiert von diesem Sprintduell von R9, ne? Also, real talk. Wirklich schockiert, dass der nicht reingeht. Weil geht man in Führung, ist es ein anderes Game. In wichtigen Spielen. Da sind sie nämlich nicht da irgendwie. Guck mal, jetzt fühlen sie sich wieder cool, ne? Wenn sie 2-0 führen, geht wieder auf einmal alles rein. Ich brauche euch in wichtigen Spielen. Ich brauche euch in wichtigen Games, okay? Nicht in verschissenen Games, Pele. Er war so schlecht vorhin. Einfach, er hat nicht einen einzigen Zweikampf gewonnen da auf Außen. Keine Ahnung, was da abging bei denen. Das spielt man immer schlechter. Diese Doppel-Sechster immer fuckt auch so ab. Auf Physis vorne. Aber Adama kann nicht ZOM spielen, oder? Mich würde voll interessieren, was der erste. Der erste war sehr gut. Gegen den zweiten Thuram auch. Thuram, ganz komisch. Ganz komischer Typ, Thuram. Also ich lasse mich nicht verarschen von Thuram. Das ist auch die letzte WL für Thuram. Der hat ganz komische Sachen. Mal ist er der Beste, mal ist er der Schlechteste. Ich bin da mit ihm. Der Zweikampf ist ja, er ist vorhanden. Ich sag, wer ist am einen schuld? Wer ist am einen schuld, Chat? Wer ist am einen schuld? Cafu. Cafu ist am einen schon. Nur mal so, aus dem Winkel hat Thuram ihn mir vorhin eingekloppt, weil mein Courtois einfach irgendwelche verrückte Animationen gemacht hat. Ah, Thuram. Juan Bernat ist am einen schon, Chat. Jetzt haben wir erst 9 Wins, Alter, weil wir das entscheiden. Du musst diese Games gewinnen. Du musst das 10. und 11. Game gewinnen. Mein Courtois ist der Fliegenfänger, jetzt mal ganz ehrlich. 4-2, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Mehr Powershots, ja. Das höre ich sehr oft. Ich sage euch, Freunde, wenn ich dieses eine Spiel nicht verliere, stehe ich hier 11-0. Und dann bin ich 4 Games noch entfernt und dann bin ich richtig bei der Sache. Aber es ist so krass, weil eine Niederlage einen hier komplett. Weil du hast kaum... Das sind so wenig Spiele. Egal, 13-2 wäre okay, wäre solide, sage ich ehrlich. Aber das sind halt auch erstmal wieder 4 Wins. Und ich schwör's dir, die Gegner werden noch ekelhaft. Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache. Da kommen noch richtige ekelhafte Bretter. Schöner Pass. Ich hätte niemals gedacht, dass er ankommt. Lol. Dass der Pass mit Pelé ankommt, so, das war so, okay, wir probieren es mal. Mal gucken, was geht. Das ist einfach wirklich, hat funktioniert. So was erwarte ich von einem 15-Millionen-Spieler. Auch mal so eine Scheiße. Ja, Cafu, du kannst auch nur in großen Games, ne? In kleinen Games. Das ist ganz krasser, oder? Bei 6-2 im Ball erobern. Aber in 6-2, wenn der Ball offen liegt, in einem Schwitzer-Game, da versteckst du dich wieder, ne? Da versteckst du dich wieder, Cafu, ne? Da versteckst du dich wieder, kleiner Wichser. Ihr gebt mir Content. Eigentlich wäre mir das scheißegal, sag ich so, wie es ist. Ihr wollt mir sprechen? Ich breche nicht. Also ich meine mit EA, ne? Weil die mir Content geben. Ich grüße Yannick den Saftsack. Viel Glück weiterhin für die WL, Gotti. Danke, mein Freund. Wenn ich schon wieder Varane und Van Dirk da hinten sehe, ne? Varane und Van Dirk. Ich hab die zwei auch, Chat. Deswegen ist ja kein Problem. Aber das heißt für mich, Varane und Van Dirk heißt für mich, du gewinnst keinen einzigen Zweikampf. Mbappé.
Kilian, wenn du ein persönliches Problem mit mir hast, dann sag es doch einfach. Dann kann ich damit arbeiten. Dann sag's mir einfach. Was war das denn für ein Abschluss? Da haben wir wieder die Führung, den Führungscall. Das war sehr stark. Muss ich mir selber mal auf die Schulter klopfen. Was ist denn das hier für ein Verrücktes? Mann, das ist so scheiße, Mann! Das ist in meinen Augen rot. Das ist in meinen Augen eine rote Karte. Gibt's aber nicht mehr. Er kann mich nicht immer ignorieren. Er kann mich nicht sein Leben lang ignorieren. Was ist denn, wenn mal was Wichtiges ist? Ich habe eine Frage an dem Unternehmen EA Sports Vancouver Canada. Ihr wollt ja realistisch sein mit eurer Nut-Motion 2.0 und wenn man grätscht, dann geht der Rasen ein bisschen weg und so. Wenn ihr schon an der Realität anknüpfen wollt, okay? Wie wäre es denn, wenn irgendein Schwanzkopf quittet, wenn es 1-1 steht und man einen Elfer bekommt, dass man dann auch mal einen Win dazu kriegt? Wie wäre es denn damit, EA? Angenommen 90. Minute, Champions League Finale, Dortmund Real, es steht 1-1, Elfer Real. Dortmund sagt, nee Jungs, hab keinen Bock, drauf geschissen. Und dann bekommt Real nicht den Win. Und wisst ihr, was mich jetzt brechen würde, Chat? Ihr wisst, was mich jetzt brechen würde, oder? Ihr wisst, was jetzt passieren wird. Jetzt der Loser und es wird in Richtung Wahnsinn gehen. Es fängt alles an mit Virgil van Dijk und Saliba in der Innenverteidigung. Links Theo Hernandez, Liverpool FC. Also, da haben wir Van Dijk auf jeden Fall. Nunez Salah, verrücktes Team. Das würde jetzt passen. Ich schwör's dir, wie soll man da ruhig bleiben, Chat? Bitte! Das ist doch hart geskriptet! Jetzt mal ganz ehrlich, das ist voll krank! Ich bin richtig schockiert! Lass mich doch einmal Glück haben! Einmal! Einmal diesen zweiten Ball bekommen! Ist doch bei denen auch immer so! Ich schwöre, das, was letzte Woche Mbappé war, ist diese Woche Pelé, ne? Jeder Zweikampf! Mann, Bruder, du... Dann! Muss mal gesagt werden. Ach du Scheiße. Na, oder, dieser Brim? Da quitt ich einfach. Ich darf kein Glück haben. Ich darf kein Glück haben. Wenn ich mal Glück habe in den Game, dann ist schon wieder Arsch. Ich darf kein Glück haben. Brim, du hast recht, dieser Brim. Du hast recht. Und ich schwöre es dir, Melina, wenn du mich weiter filmst, raste ich bald aus. Es braucht nicht mehr lang. Es dauert nicht mehr lang, Melina. Turam kann wieder zwei Kämpfe gewinnen, wenn es aber 4-1 steht. Freu dich. Findest du lustig, ne? Ich find dich lustig. Du bist einfach runtergelassen. Mensch. Und auf einmal funktioniert wieder alles, oder Pelé? Du siehst lustig aus, du sagst, du hörst du jetzt 15-0 und bist richtig sicher, das finde ich irgendwie auch lustig. Ich schaff 15-0 in den nächsten Wochen, hundertprozentig. Ich spiel gut. Stimmt, Chat, er hat keine Zeitangaben gemacht, das muss man ihm lassen. Guck mal, sowas funktioniert nicht, wenn es knapp ist. Sowas funktioniert nicht, wenn es knapp ist. Ich habe gesagt, ich werde in den nächsten Wochen 15-0 holen. So weit ist mein, ganz klar, so. Selbst egal, was ich jetzt hier hole, das hat... Es funktioniert ja, ich kann's. Was denkst du dich denn so aus? Nee, dass ich diese Woche 15-0 hole, ist doch gut. Dann habe ich noch ein bisschen Content, ne? Darf ich mal spielen? Nee, ich sag, du gewinnst einen Zweikampf. Was muss ich machen? Wer bin ich? Bin ich ja blau? Ja, ihr macht alles. Alles welcher gut. Bin ich denn? Ja, du hast einen Ball erobert, alles gut. Hast nichts gedrückt. Muss ich da? Drück X. Nach links? Rechts, andere Seite. Anderes Tor, bitte. Alles gut, das ist alles gut, Melina. Nein, das Game, alles gut. Skill basiert, hast recht. Mach dir keine Sorgen. Nee, du musst mir schon sagen, welche Taste ich drücke. Ja, alles gut, mach, drück X. Schön, der Balleroberung, Melina. Und jetzt nach vorne. Nee, du musst dann schon X drücken. Aber du eroberst die Bälle. Wenn du jetzt noch ein bisschen passen könntest, dann wär's was. Du nimmst irgendwie das wieder weg, kriegst langsam Angst, dass du noch verlierst. Zwei Siege noch, push dich, ja. Vielleicht mal so ein Sieg geschenkt bekommen? Wie sieht's da aus? Ich mach direkt Höhe 90. Dann stehen nämlich meine Zehner besser. Wisst ihr, was mir auffällt? Ich spiel gefühlt jeden Ball.
jedem Ball nach vorne. Eligiello-Ecke. Gut. Was ist mit Thuram? Seht ihr aber, was der versucht? Was ist mit dem Typen los, Alter? Ich hab gesagt, ich soll mal Powershot machen. Ich wollte es probieren. Ah, ich glaube, damit quackt Hona. Real Talk, der geht rein, ne? Geil, geil, Alter. 0-0, ey. Geil, geil, ehrlich. Bounce back. Warum nimmst du ihn nicht mit in den Lauf? Kannst du mir das erklären? Eli-Ecke. Oh mein Gott. Ich spiele ihn nochmal an. Mann, Bruder, ihr Söhne. Was ist das? Warum kriege ich den Pass da nicht hin? 1-0. Dieses Game, ne? Es ist so schlecht. Es ist das schlechteste FIFA aller Zeiten. Wirklich schlechter als FIFA 20. Was jetzt, ne? Was jetzt? Hast dich gefreut, ne? Mit Song? Hast dich gefreut, ne? So, 12-2. Wenn wir gewinnen, 13-2, sage ich sogar, passt. 13-2, die zweitbesten Rewards. 15-0 ist sehr schwer. Das ist das Schwerste, was es gibt im Spiel. 14-1 ist schon sehr krass. 13-2. Wenn man 13-2 holt, sage ich, passt das. Dann bin ich zufrieden. Wir werden es dann schaffen. Würde ich unterschreiben, 13-2. Das ist der richtige Weg. Weil man hätte auch Wirt. Also, ihr habt die Niederlagen gesehen. Das hätte auch anders aussehen können. Und irgendwann werden wir das Glück haben. Falls wir gewinnen, bin ich zufrieden. 13-2. Falls wir verlieren, bin ich gut. Wie viel einfach ein Win ausmachen kann. Ne? Erneut, bitte. Einmal durchsetzen, es ist so viel verlangt. Wie? Die müssen rein, Bruder. Das ist R9. Verstehe nicht, wieso er so ein scheiß Dribbling hat. Hier ist wieder ein bisschen komisch. Gegner macht aber keine guten Pässe. So klatscht immer Willi bei der Icon League, wenn jemand etwas Gutes macht. Er macht immer so. Ich gucke mir die immer an, wenn die spielen. Ist immer voll interessant, die Teamheads zu beobachten. Er macht immer seine Hände so hoch. Achtet mal drauf bei seinen Jubeln. Das ist verdient. Schöne Sache. Das ist so gut, ne? Ich weiß nicht. Ja, das kann ich mittlerweile echt gut. Machen. 13-2. Bin zufrieden. Wir haben vor der WL gesagt, 15-0 wäre geil. Würde aber schwer. Aber irgendwann werden wir es schaffen. 14-1 wäre richtig gut. Top. 13-2 unterschreibe ich. Alles unter 13 ist so lala. Ist okay, Chat. Ist okay. Bilanz ändern. Nehme ich mit. Schön. Für die erste WL, seitdem wir wieder hier richtig angreifen. Und es hätte ein 15-0 sein können. Jeder weiß es. Und jetzt macht es euch ein bisschen Angst. Weil die Niederlagen, die ich hatte, das waren 50-50 Games, aber harte. Und die Siege, die ich hatte, davon gab es auch ein oder zwei, da waren auch 50-50 Dinger dabei. Aber es ist die Hoffnung, Chat. Es ist die Hoffnung. Rede nicht so viel. Timeout. 13 Siege, nächste Woche geht's weiter. Nur 13 Siege, Timeout. Kann man sowas schlecht reden. Einfach 15 ist geisteskrank, geht nicht besser. 14-1 immer noch besten Rewards im Spiel. Zweitbesten Rewards. Und wenn du dann aber noch einmal verlierst, dann ist es schlecht. Damals warst du besser, das ist korrekt. Damals habe ich auch noch mehr gespielt, mein Freund. Mittlerweile sind 7 Unternehmen dazugekommen. Was wolltest du jetzt von mir wissen? Was möchtest du jetzt von mir? So. Was haben wir hier für Rewards? 110.000, könnt ihr euch an die Backe nageln. Ein Hero Pack, da wird wieder abgestoßen. Die 88er, da wird ein Torwart drin sein. Bei den 82er Ding, da lasse ich los. Und die Team of the Week Pack stoße ich ab. So, Redo. 13-2 am Sonntag, genauso viel wert wie 10-5 am Freitag, sage ich. Sonntag spielen welche, die spielen mit Lenkrad. Korrekt, Panne. Ab nächster WL gehe ich mit. Ich mache vielleicht jetzt auch noch ein paar Spielchen, weil es ist erst 22.23 Uhr. Boah, Digga, morgen früh nach Paris. Lasst mich los. Ey, aber ich sehe schnittig aus, sage ich ehrlich. Im Anzug-Chat. Ronaldinho wäre einer für dich. Na, Zico gefällt mir da vom Playstyle da eigentlich, was er hat. Wenn er L13, wenn er Pastet auf Silber hat, holen wir ihn. De Bruyne als ZOM ist das zu verquatscht. Lutentown, oder?
Na egal. Molly, ich bin jetzt erst dabei, deshalb wollte ich fragen, wie du El Clasico fandest. Ich fand's sehr unterhaltsam. 6 aus La Masia waren in der Startelf. Guck mal, das Pack. Guck mal. EA Sports, ich schwöre. Wisst ihr was? Ist okay, ich erwarte gar nichts von euch. Ich kann ja nur enttäuscht werden, wenn ich was erwarte. Aber von euch, ja? Von euch erwarte ich nichts. 3 Informs. Was denn? Ich habe in meinem Leben so viele von diesen Scheißdingern aufgemacht. Einmal ein Spieler, der was wert ist. Weißt du, wie krass die früher waren, die Packs? So, ich mach das Ding hier übrigens wieder hier, meine verrückte Taktik. So, was haben wir hier? Morgoth, Torwart. Also, Bruder, eigentlich waren die damals auch schlecht, ja? Nein, waren sie nicht, Inan. Ich rede von FIFA 17, FIFA 18. Einziger Walkout 89. Ich kann diesen Alisson und Ederson nicht mehr sehen, ne? Hier, lass ich mich kurz... Ja, Torwart, Belgien, Courtois. Ist meiner tradable? Ich glaube, ich habe Courtois schon untrade, ne? Immer diese Torhüter, ne? Was haben die da eingestellt? Kann ich den verkaufen? Das ist der SPC-Speicher. 2 tradable. 2 besten Rewards im Game, ne? Nur mal so angemerkt. Eine Frau. Hör auf, euch abzuklatschen. Garcia, 89 Physis. Und I Show Meat wieder. Noch größere Stärke beim Ausführen körperbetonter Zweikämpfe. 1,85, Alter. Ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen. Matteo einfach. Einfach Matteo. Ich call es. Bernardo Silva, Ederson, Xhaka, Kobel, Ødegaard. Einer von den 5 wird drinne sein. Wenn nicht, verlose ich eine 100er PSN-Card. Ich sehe von hier den Torwart. Yoshi Kimmich, 86. 100er PSN-Card. Boah. Na, oder so halt, ne? Oder gar keiner von denen. Ne, krass, krass Pack. Oder 14-1. Also sind auch die 14-1 Rewards. 14-1 Rewards. 13-2 Rewards. Das sind die 2 besten. Es gibt keine besseren Rewards. So. Weiß Bescheid, ne? Oh, heißt Jack BSN wieder. Und jetzt, um den Bruch nochmal vollkommen zu machen, feuern wir jetzt ab. Ich hab das Giveaway noch nicht gestartet, bitte. Und ich werd's nicht Hashtag PSN ändern. Ey, warte mal ganz kurz. Ich schwör's dir, es sah ein bisschen so aus wie Ginola. Ohne sich zu schämen. Was? Was ist? Nee, keiner will mit dir spielen. Was ist? Was machst du da mit dem Ball? Hä? Was machst du mit dem Ball? Sagen wir mal, ich hätte 14-1 geholt, Chat. Weil wir reden immer von 13-2. 14-1 sind dieselben Rewards. Das sind dieselben Rewards. 2 besten Rewards im Game.